Der Crash ist ja eigentlich schon längst da, nur passierte er bei den Anleihemärkten durch die massiv steigenden Renditen und nicht bei den Aktienmärkten. Aber es ist ja so, wenn die Anleihemärkte crashen, also die Kurse der Staatsanleihen fallen, dann steigen im Gegenzug die Renditen. Geld wird also immer teurer. Das sollte eigentlich ein Problem für die Aktienmärkte sein. War es auch ein Stück weit, aber die halten sich immer noch gut. Und jetzt ist die Frage, werden wir aus diesem nach wie vor überverkauften Zustand der Aktienmärkte eine massive Rallye zaubern können oder folgen die Aktienmärkte dem Crash der Anleihemärkte, werden auch crashen, werden zumindest deutlich nachgeben, reflektierend eben ein sich verschlechterndes wirtschaftliches Umfeld auf der einen Seite und eben diese Schuldenkrise der USA, die die Renditen nach oben treibt, auf der anderen Seite. Wir werden sehen, was passiert. Alles ist möglich, vor allem, dass Aktienmärkte, die ohnehin schon überverkauft sind, dann in einen Crash münden. Jeder wirkliche Crash passierte bereits aus einem überverkauften Zustand. Auf der anderen Seite durchaus möglich, dass wir diese Erholung, die wir gestern gesehen haben, fortsetzen werden, dass wir, wenn morgen die US-Arbeitsmarktdaten, die der Schlüssel sind, wenn die schlecht ausfallen, dann könnten wir durchaus eine Rallye sehen. Schauen wir uns die Gemengelage mal an. Das, was wir hier sehen, ist wirklich ein Crash, man kann es nicht anders sagen. Die 10-jährigen Anleihekurse sind jetzt 46% gefallen. Seit März 2020 haben sich also fast halbiert, die Anleihekurse. Das gab es nur einmal schlimmer, 49% im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase. Die 30-jährige oder die Kurse der 30-jährigen US-Staatsanleihe sind 53% gefallen. Das ist ein neuer Rekord. Wir sehen also, das ist ein veritabler Crash, wenn sich die Kurse für so wichtige Assets mal eben halbieren, dann ist da durchaus was passiert. Das sehen wir hier ein Stück weit auch bei der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Die schießt nach oben, ergo fallen die Kurse. All reversal starts somewhere, sagt Sven Henrik. Aber ist das eben jetzt sozusagen schon das Ende der Fahnenstange? Wir sehen, wir sind über dem Bollinger Band, passiert relativ selten. Also das ist nicht wirklich wunderlich, dass wir jetzt mal einen Rücksetzer sehen. Aber fundamental sind diese steigenden Renditen eben nach wie vor stark unterfüttert. Denn wir haben jetzt die Situation, dass die Schulden in den USA schneller steigen als das BIP und das Ganze seit 10 Jahren, aber es war noch nie so krass wie heute, dass also die Schulden schneller steigen als das BIP und das macht die ganze Geschichte so problematisch. Dafür wollen die potenziellen Käufer einen Risiko ausgleichen, deswegen müssen die Amerikaner unglaublich viel Angebot an Staatsanleihen auf den Markt bringen, um sich zu refinanzieren. Das wiederum ist eben das Problem, dass wo viel Angebot ist, muss auch viel Nachfrage sein. Also fundamental sind diese steigenden Anleiherenditen durchaus unterfüttert, zumal eben die Fed bislang ein Nettoverkäufer von US-Staatsanleihen ist. Die Japaner, pardon, jetzt sagen könnten, okay, unsere Anleiherenditen steigen jetzt auch endlich mal. Jetzt kaufen wir mal japanische Anleihen statt amerikanische, die ja deutlich besser rentieren. Und so sagt hier Barclays, ja, vielleicht braucht es jetzt einfach mal einen Crash am Aktienmarkt, damit auch die Anleiherenditen wieder fallen. So ein bisschen das frühere Muster sicherer Hafen, Staatsanleihen. Was auf jeden Fall der Fall ist, US-Banken sind unter Druck durch diese steigenden Renditen, die haben wieder deutliche Verluste gemacht, sodass wir möglicherweise im dritten Quartal einen neuen Rekord machen könnten von unrealisierten Verlusten. Die müssen ja nicht sofort beglichen werden, sondern erst oder praktisch das Ende der Laufzeit ist ja entscheidend. Pardon. Nach wie vor dieser Husten mit dieser Erkältung, die abklingt, die mich ein bisschen plagt. Aber oversold markets can turn into market crashes. Das kann eben auch an den Anleihemärkten passieren mit den Renditen. Und das kann beim S&P 500 passieren. Wir sehen, wir sind jetzt so ein bisschen nach oben geschnappt gestern, aber wir sind schon sehr tiefe, wir sehen schon sehr tiefe Niveaus bei den Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Gestern dann aber die Rallye nach einem schwächeren Arbeitsmarktbericht. Hier sehen wir mal das, was sich da verändert hat. Gestern am Mittwoch haben wir den ADP-Arbeitsmarktbericht gesehen, schwächer als erwartet. Am Dienstag hatten wir den JOLTS Report, also die offenen Stellen. Viel, viel besser als erwartet. Wer hat recht? Das ist die große Frage.
die wahrscheinlich erst morgen mit den US-Arbeitsmarktdaten beantwortet werden. Aber da kann man gleich einen Würfel schmeißen mit diesem Burst-Death-Model. Da ist alles möglich und das Gegenteil davon, da ist eine Prognose extrem schwierig bei diesen US-Arbeitsmarktdaten. Auf jeden Fall ist natürlich diese Erholung gestern passiert, gerade beim Nasdaq, an der Aufwärtstrendlinie seit Oktober, gleichzeitig beim 200-Tages-Durchschnitt oder kurz vor dem 200-Tages-Durchschnitt, wie wir hier oben in diesem S&P 500-Chart sehen. Unten sehen wir mal den Kursverlauf gestern, dann die ADP-Arbeitsmarktdaten, erste Rallye, dann ging es ein bisschen runter, dann kam die zweite Rallye mit dem Fall der Renditen und hier sehen wir, es waren wieder die Dickfische, Tesla, Amazon, Google, ein bisschen Apple, Microsoft, die das Ganze getragen haben. Wir sehen den Energiesektor deutlich negativ wegen dem Ölpreis, dazu gleich mehr. Wir waren vor dem gestrigen Handelstag, waren nur 7% der S&P 500 Aktien über ihrer 200-Tageslinie. Das dürfte sich jetzt, oder 50-Tageslinie, wo was war, ist, muss ich gerne mal nachschauen, 50-Tageslinie. Das dürfte sich gestern ein bisschen verbessert haben. Dennoch, wir haben deutlich positive Indizes gesehen, vor allem Nasdaq, Russell 2000, ganz knapp nur positiv, dazu auch gleich mehr. Aber gucken wir mal unter die Oberfläche, trotz dieser Zugewinne haben gestern mehr Aktien neue 52-Wochen-Tiefs erreicht, als Aktien 52-Wochen-Hochs erreicht haben. Das zeigt, dass dieser Markt fundamental durchaus seine Probleme hat. Hier sehen wir den von mir angesprochenen Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, der sehr gut oder eher die amerikanische Wirtschaft abbildet als der ja komplett international aufgestellte S&P 500. Das sind die größten Konzerne der USA, die alle internationales Geschäft betreiben. Hier sehen wir, oh, das sieht nicht so richtig gut aus, nicht so richtig bullisch aus beim Russell. Wir sehen unten die CTAs, die ja extrem long waren, jetzt abgedrückt haben, jetzt verkauft haben. Die werden also als Verkäufer auf jeden Fall wohl nicht mehr großartig jetzt in Erscheinung treten und den Markt damit drücken. Hier sehen wir mal den Nasdaq, der auf 60-Minuten-Basis hier über seinen kurzfristigen Abwärtstrendkanal rausgekommen ist. Und wir sehen den VIX unten, die Vola, mit einer negativen Divergenz. Das würde für einen weiter rückläufigen VIX sprechen. Und hier sehen wir oben in diesem Chart nochmal die 200-Tageslinie beim S&P 500 verteidigt worden. 50er und 100er sind wir aber durchgefallen. Unten sehen wir, dass vor allem in der letzten Stunde. Das ist das Institutional Money, das ist das große Geld, das da agiert, dass wir da tendenziell schwach sind im Jahr 2023, weil sich die großen Dickfische da für den nächsten Tag positionieren. Hier eine Grafik von Bespoke Investments, die zeigt, dass der S&P 500 an 33 von 50 Tagen neue Tiefs ausgebildet hat. Das ist ein neuer Rekord, zumindest in der Geschichte des SPY-ETFs, das eben den S&P 500 abbildet. Und hier mal der Vergleich zwischen dem KOSDAQ, das sind die südkoreanischen Tech-Werte, praktisch der Nasdaq in Südkorea, und die Südkoreaner sind ja technologisch führend. Wer da mal gewesen ist, weiß, dann hast du das Gefühl, technologisch kommst du so ein bisschen ins Spätmittelalter, wenn du dann zurückfährst nach Deutschland. Jedenfalls gelten die als Frühindikator, zeigen früher Rallyes oder auch früher Abverkäufe, so wie derzeit. Wenn das Muster stimmt, dann könnten schwere Zeiten auf den Nasdaq zukommen. Wir werden sehen, also die Signallage, die Gemengelage ist auf der einen Seite teilweise bullische Charttechnik jetzt, kurzfristig bullische charttechnische Impulse, auf der anderen Seite übergeordnet durchaus ein sehr schwieriges Umfeld, dass auch jetzt vor allem die CEOs langsam zur Kenntnis nehmen. 84% der befragten CEOs in den USA erwarten im nächsten Jahr eine Rezession im Gegensatz zur Fed. Wir sehen unten auch so Keywords, die jetzt an Bedeutung verloren haben, zum Beispiel Inflation ist nicht mehr so wichtig, wir sehen Material Costs auch nicht mehr so wichtig, auch Economic Slowdown weniger wichtig, interessanterweise. Also, man geht davon aus, dass da etwas kommen wird, und das zeigen jetzt bereits offenkundig die Kreditkartendaten in den USA im September. Da dürften wir einen deutlichen Rückgang des Konsums erlebt haben, weil wahrscheinlich die Leute Geld zurücklegen mussten, um ihre Student Loans zu bezahlen, und das wird nochmal unterfüttert. Bank Credit is contracting.
Wir sehen, dass praktisch die Kreditvergabe rückläufig ist und das ist sehr, sehr schnell gegangen. Auf der anderen Seite sind die Savings, also die Sparquoten in Prozente des National Income, also Sparquote in Relation zum Einkommen der Nation, jetzt negativ. Das gab es nur zweimal in der Pandemie und in der Finanzkrise. In der Pandemie, also während Corona, wurde Geld reingeschüttet, wurde die Zinsen auf Null gesenkt und damit die ganze Geschichte nochmal gerettet. Wie schwach der Konsument ist, sehen wir hier in dieser Relation Benzinpreis-Benzinnachfrage. Die Benzinnachfrage ist massiv nach unten gegangen. Das ist auf dem niedrigsten saisonalen Level in den letzten 25 Jahren, eben auch, weil die Preise deutlich gestiegen waren, die jetzt auch ein bisschen, die Benzinpreise, die jetzt auch ein bisschen zurückkommen. Gestern Öl ja mit dem größten Verlust des bisherigen Jahres mit 5,6%. Hat es also richtig erwischt. Jetzt eben die Frage, Nachfrage, Sorge wegen Rezession auf der einen Seite, auf der anderen Seite teilweise Angebotsengpässe, was ist da wichtiger? Aber eins sehen wir hier auch, es gibt eine Korrelation zwischen dem Ölpreis und der Rendite der 10-Jährigen. Jetzt sehen wir, der Ölpreis deutlich gefallen, wird die 10-Jährige auch fallen. Und auf der anderen Seite sehen wir unten SPY-TLT, also die Korrelation zwischen dem S&P 500 und den Anleihemärkten, die ist derzeit extrem hoch. Mit anderen Worten, wenn die Anleihekurse steigen, steigen auch die Aktienkurse. Wenn die Anleihekurse wiederum steigen, dann fallen die Renditen. Das ist vielleicht für manchen schwer zu verstehen, der nicht so in der Materie ist. Also da ist alles, das ist diese ganze Gemengelage, die aus meiner Sicht extrem komplex ist derzeit. Kommen wir nach Deutschland, wo die Lage relativ eindeutig ist. Wir sehen die deutschen Exporte überraschenderweise zurückgegangen, deutlich stärker als erwartet. Wir sind jetzt um 5,8% im August 23 unter dem Niveau von 2022. Auch die Importe sind zurückgegangen. Es gibt eine globale Nachfrageschwäche und es gibt eine intellektuelle Schwäche der derzeitigen Führung, die ja angeblich CO2 vermeiden will und jetzt die Braunkohlemeiler, ich hatte es gestern gesagt, wieder rauffährt, die mehr klimaschädliches CO2 emittieren als alle anderen Kraftwerkstypen. Naja, man könnte es noch mit LNG vergleichen, mit Flüssiggas, das ja auch durch die Bundesregierung massiv gepusht wird. Um Gas zu sparen, setzt die Bundesregierung nun in den zweiten Winter in Folge eben diese Braunkohlemeiler als Reserve ein. Also man könnte sagen, es hat bisher keine Bundesregierung geschafft, so viel CO2 zu emittieren wie die mit Beteiligung der Grünen. Da kann man nur ein herzliches Dankeschön senden. Das ist wirklich eine großartige Leistung, aber unsere Stromzukunft ist sicher, gell? Wir verdoppeln den Strombedarf oder haben eine Verdopplung des Strombedarfs und schalten auf der anderen Seite Energiequellen ab. Das macht Sinn. Das wird schon funktionieren. Wir glauben fest an das Wunder, es geschehe heute oder spätestens morgens. Zwei Empfehlungen, eigentlich drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Zwei Artikelempfehlungen. Zunächst mal, nur ein Aktiencrash kann den Anleihenmarkt retten von Barclays. Warum, wieso, weshalb? Ist hochspannend. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, aus Immobilienfonds wird immer mehr Geld abgezogen. Ist das der nächste Krisenherd? Die reagieren eben auch auf die steigenden Renditen, weil Geld eben teurer wird. Fallen die Vermögenspreise, ergo die Immobilienpreise, das sind diese Zusammenhänge, alles hängt mit allem zusammen. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, das sind Webinare mit André Stagge und mir, die werden stattfinden am 1. November, eine Stunde lang, am 16. November, am 14. Dezember und dann im nächsten Jahr am 11. Januar. Ich packe Ihnen mal den Link rein, wo Sie sich für irgendeinen der Termine, es sind ja vier Stück, wie gesagt, kostenfrei registrieren können. Da geht es um die Märkte, da geht es um Strategien, was kann man tun, wie sind die Dinge einzuordnen, kann ich nur empfehlen. Ich sorge für die Unterhaltung, André Stagge für die Qualität. Das ist gewissermaßen unsere natürliche Olli Mähne, Damen und Herren. Also Link packe ich Ihnen unten rein, neben den beiden Artikelempfehlungen. Jetzt sage ich Servus, ciao.